The next speaker is Kurt Obsell. He's a guest from the United States, and he's working, or he's not only working, he is the executive director and general counsel of the Electronic Frontier, Frontier Foundation, and he is a long-time working attorney, and he has had many high-profile cases against the National Security Agency, for example, and that's also his topic, I guess. This talk's called "It Always Feels Like the Five Eyes Are Watching You." So give a nice warm welcome to Kurt, please. Thank you. Thank you, everybody. Hallo, willkommen zum Talk. It always feels like the five eyes are watching you. Also es fühlt sich immer so an, als ob die Five Eyes, das sind die ein Spionageverbund verschiedener Länder, uns beobachten. Wir übersetzen hier Kaste und King Barbecue. Und jetzt geht's los. The Five Eyes sind eine Gruppe von Ländern, die zusammen Informationen, die sie durch Spionage ermittelt haben, austauschen. Die Mitglieder sind Australien, Kanada, Neuseeland, die United Kingdom und die Vereinigten Staaten. Sie teilen Informationen über alle Sorten von, alle möglichen Arten von verschiedener Informationen, zum Beispiel Signal, das heißt Messdaten, menschliche Daten, also zum Beispiel was Spione erledigen und alle möglichen Satellitendaten, die sie ermitteln. Ursprünglich ist es entstanden im Zweiten Weltkrieg, ging durch den Kalten Krieg und sie sind immer noch am Spionieren heutzutage. Also jetzt gehen wir mal durch die Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Viele kennen ja schon die NSA, also die National Security Agency, aber es gibt auch viele andere, zum Beispiel die CIA, das FBI. Dann haben wir das Vereinigte Königreich. Die haben das GCHQ, das ist das Government Communications Headquarters, also das Hauptquartier der Kommunikation der Briten. Dann sind wir in Australien, da gibt es das Australian Signals Directorate. Wenn man verschiedene Partner betrachtet hier, dann verteilen sie sich die Verantwortung über die Regionen der Erde auf. Also zum Beispiel Australien, da haben wir hier einen Textausschnitt, der zeigt, dass sie sich zum Beispiel um Malaysia, Indonesien und verschiedene andere südostasiatische Staaten kümmern. Und die hören dann halt diese Staaten ab und teilen sie mit den anderen Mitgliedern. Dann haben wir Kanada, die haben CSEC, Communication Security Establishment. Und dann gibt es noch verschiedene weitere Spionage-Services. Dann gibt es hier einen weiteren Textbaustein, der zeigt, wie tief die Verwurzelung dieses Austausch der Informationen ist bei den Spionageagenturen. Und dann haben wir noch Neuseeland. Das ist das Government Communication Security Bureau und noch ein, zwei andere Agencies. Hier der Textbaustein zeigt, wie bereit sie wirklich sind, die Daten dann auch zu teilen mit den anderen Mitgliedern. Hier geht es auch um X-Keyscore, über das reden wir später noch. Wir hoffen, dass wir die Daten teilen vor dem Hintergrund, dass wir den Full Take schaffen. Das bedeutet, dass wir einfach alle Daten austauschen können mit allen Mitgliedern. Und jetzt ist es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich Spionageabkommen hatten. Das beinhaltet auch viele westeuropäischen Alliierte und ist dann letztlich eingedampft auf die USA und das Vereinigte Königreich. Und der Begriff Five Eyes kommt von der Verkürzung also von den Abkürzungen, die für die Länder stehen.
also Australien, Kanada, Neuseeland, Vereinigtes Königreich und US. Und das haben sie verkürzt auf die Five Eyes. Und dann gibt es auch dafür nochmal eine Abkürzung, die heißt FVEY für Five Eyes. Und dann gibt es das Hauptabkommen, das sie geschlossen haben, ist das zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Das ging hervor aus einem britisch-amerikanischen Austausch von Informationen über Spionageabkommen. Und es ist immer noch so, dass das die USA und das Vereinigte Königreich immer noch Primärpartner sind. Und Kanada, Australien, Neuseeland sind nur nebenläufige Parteien. Es gab verschiedene Vorschläge, das zu erweitern auf ein sechstes Mitglied zum Beispiel. Es könnte zum Beispiel Frankreich oder Deutschland sein. Dann gibt es auch noch weitere Gruppen, die so ein bisschen weiter gefasst sind, wo man dann zum Beispiel dritte Parteien dazu nehmen kann, also zum Beispiel die Nine Eyes, das wären dann Dänemark, Norwegen, Niederlande und Frankreich. Und dann gibt es sogar noch eine Gruppe, die heißt die Sick in Seniors of Europe. Das sind dann 14 Augen an der Stelle. Also das wären dann noch mit Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien und Schweden. Aber vielleicht habe ich da auch welche vergessen. Das Fünf-Augen-Abkommen war lange Zeit war nicht öffentlich. Bis 2005 war es überhaupt nicht bekannt, dass es existiert. Und der Text dazu ist erst 2010 veröffentlicht worden. Und unter dieser URL hier kann man den Text auch nochmal nachlesen. Die verschiedenen Parteien, die da mitgemacht haben, ist die NSA, die Kennmärsche, die GCHQ und das CSEC. Die waren bis zu den 70er Jahren komplett unbekannt. Die haben immer wieder bestritten, dass es diese überhaupt gibt. Und die NSA hieß es, wäre überhaupt gar keine Agency, sondern die würde es überhaupt nicht geben. In Australien war das sogar so, dass der Premierminister von Australien bis 1973 davon keine Kenntnis hatte. Und es gab eine große Aufregung in Australien, wie das alles aufgekommen ist und dass nicht mal der Geheimdienst davon wusste. Die fünf Augen sind jetzt ein bisschen offener, was das angeht, was die Kommunikation angeht. Und die haben jährliche Treffen und da gibt es auch Presseveröffentlichungen dazu. Während des Kalten Krieges haben sich die fünf Augen hauptsächlich auf die Sowjetunion und China konzentriert. Und es war eine Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Geheimdienst und dem englischen Geheimdienst auf jeden Fall. Das sind die beiden Bilder auf der rechten Seite. Und es gab eben Vietnam, den Coup in Iran, den die NSA unterstützt hat oder die CIA unterstützt hat. Und auch in Chile gab es einen Coup, der von den Amerikanern unterstützt wurde und durch die Informationen, die durch die einzelnen Agenturen gesammelt wurden. Das Hauptprogramm von SIG für die Abfang von Informationen war Echolon und da geht es um Daten zusammen und zu analysieren. Echolon ist nur eines der verschiedenen Codenamen, die es für dieses Programm gab. Mittlerweile ist es sehr bekannt gewesen. Es wurde in den 60er Jahren gestartet, das ganze Programm. Und da wurden Informationen gesammelt, hauptsächlich über Satelliten und Daten, die über die Satelliten übertragen wurden, also über Telefondaten. Und da es einfach Funkdaten waren, waren die relativ einfach abzugreifen. Selbst wenn man das nicht der Empfänger war, konnte man die Sachen abfangen und entschlüsseln und auf die Daten zugreifen.
Die fünf Augen waren ja auf der ganzen Welt verteilt und das haben sie genutzt, um eben die verschiedenen Empfangsstationen in den einzelnen Ländern aufzubauen und da die Daten abzufangen und dann zusammenzubringen. Echolon wurde aber dann relativ schnell unwichtig oder nicht mehr so wichtig, wie es vorher war. Die viel der Kommunikation ging nicht mehr über Satelliten, sondern ging über Glasfaser. Und die Daten, die über Satellit gingen, wurden immer, immer weniger. Und das und mittlerweile ist es ja so, dass so allein die Metadaten über Sachen, die übers Internet laufen, teilweise viel interessanter und viel wichtiger sind, viel wichtiger für die Aufklärung werden als die Daten an sich selber. Und das Internet wurde einfach wichtiger und wichtiger, die Daten auszuspionieren. Im neuen Jahrtausend hat das richtigen Höhepunkt erreicht. 9/11 hat das ausgelöst. Die verschiedenen Geheim haben probiert, immer im Internet zu leben, Teil von dem Internet zu werden und eben den internationalen Internet-Traffic die gehen durch die fünf Mitgliederstaaten der Five Eyes und haben probiert, sich an das Internet und die Internettechniken anzugleichen, immer mehr Daten abzugreifen und im großen Stil einfach Daten abzugreifen. Es gab ein Upstream-Programm von der NSA, von USA und Tempora von der englischen Agentur. Das ist ein Beispiel von dem NSA Upstream-Programm. Es gab eine Klage von der EFF gegen die NSA. Und die wurde immer noch nicht niedergelegt, die Klage. Wir sind immer noch dran zu arbeiten. Und was man auf diesem Bild sieht, ist eine Einrichtung in der Folsom Street, das ist in San Francisco. Und das ist ein Hauptknotenpunkt für AT&T, für die Daten, für die Internetdaten. Und sehr, sehr viele Daten gehen durch diesen Zugriffspunkt. Und die haben da einen Splitter eingebaut, der die Daten aufteilt, wo die Daten ganz normal auf dem einen Schritt dahin weitergehen, wo sie ursprünglich hingehen sollten. Und auf der anderen Seite werden die Daten dupliziert und gehen eben in einen Raum, der von der NSA kontrolliert wird und wo man nicht weiß, was passiert. Und da in einen geheimen Raum, wo die Daten übernommen werden und abgegriffen werden. Tempora, was die Engländer da gemacht haben, die machen etwas Ähnliches. Die gehen an die Glasfaserkabel ran, wo aktuell sowohl Telefondaten als auch Internetdaten drüber gehen und teilen die mit den anderen Mitgliedern von Five Eyes. Und wie man dem Kommentar hier unten erkennen kann, sind die sehr, sehr stolz darauf, dass sie eine riesige Menge von Daten abgegriffen haben. 40 Millionen einzelne Stücke an Daten werden jeden Tag abgegriffen und eben dann auch an die benutzt und an die anderen weitergegeben. Auf der einen Seite greifen sie Passivdaten ab, aber es gibt auch einen aktiven Abgriff von Daten. Auf der einen Seite nutzen sie Malware oder bekannte Backdoors. Es gibt einen Begriff, der heißt Tailored Access, wo ganz speziell auf Daten Ziele abgegriffen werden, die Daten abgegriffen werden. Und dann wird über verschiedene Firmen werden Daten abgegriffen, von den verschiedenen ISPs zum Beispiel, von Internetfirmen. Prism, es gibt das Programm Prism, was durch die Veröffentlichung von Snowden bekannt wurde. Es gibt geheime Durchsuchungsbefehle und andere gerichtliche Verfahren, um an die Daten der Firmen ranzukommen. Und wenn Sie das Gefühl hatten, dass Sie über diese normalen Methoden nicht genug Daten bekommen haben, haben Sie eben noch Druck angewendet, um noch mehr Daten zu kriegen. Sie sind in die Datacenter der einzelnen Firmen gegangen und haben probiert, direkt aus den Datensendern die Daten abzugreifen, bei Google zum Beispiel. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an nach Regionen. Reagan ist ein Beispiel.
Das ist eine Malware, die von den beiden, von England und USA gemeinsam erstellt wurde. Sie wurde bei einem belgischen Telekommunikationsprovider gefunden und auch auf den Computern dieser Firma. Und die wurden von den Five Eyes genutzt, um europäische Daten auszuspähen. Und die Veröffentlichung von Snowden haben das gezeigt und bewiesen, dass dadurch in die verschiedenen Netzwerke eingegriffen wurde und Daten genutzt wurden. Ein weiteres Beispiel ist Eternal Blue. Da wurde ein Exploit in dem Secure Message Block Protokoll ausgenutzt, der von der NSA entwickelt wurde. Es gab einen Shadow Brokers, eine Gruppe, die das dann veröffentlicht hat und die auch das genutzt haben, WannaCry, der weltweit große Probleme verursacht hat. Und obwohl mittlerweile die Schwachstelle bekannt ist und auch ein Patch dafür draußen ist, ist es immer noch sehr gefährlich, weil viele Leute sehr lang brauchen, um so Patches einzuspielen. Noch ein Beispiel ist Juniper. Juniper Screen OS hat etwas benutzt, was Dual EC DRGB heißt. Und NSA hat da eine Schwachstelle eingebaut und so das Ganze komprimiert und denen damit erlaubt, passiv die Daten zu entschlüsseln, den Traffic zu entschlüsseln, ohne dass sie davon wussten. Als das Ganze dann aufgeflogen ist, wurden aber andere Schlüssel verwendet, als damals von der NSA verwundet wurden. Und das lässt uns vermuten, dass diese Hintertür auch von anderen genutzt wurde, um Daten abzugreifen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Five Eyes überhaupt funktioniert. Also es gibt Partners, die Daten sammeln, und dann gibt es eben einen Vertrag, da gibt es eine Five Eye Restriction, dass unter diesen fünf Mitgliedern die Daten geteilt werden. Und sie haben sich dann auch darüber vereinbart, dass sie sich nicht gegenseitig ausspähen und nicht die Politiker und die Regierungen der anderen Länder ausspähen und dass die und es gibt auch eine Vereinbarung, dass sie auch abstreiten können, dass sie aktiv in dem Ausspionieren der anderen verwickelt sind und aber trotzdem die Daten bekommen. Also sie sagen, wir haben nichts mit denen zu tun, aber kriegen trotzdem die Daten von denen zugeschickt und können die auch weiter verwenden. Und es ist sehr gefährlich, weil es einfach in den einzelnen Ländern auch so Workarounds gibt, dass die lokalen Gesetze umgangen werden können. David, also es gibt in England Beschränkungen, wann die eigenen Bürger ausgespäht werden dürfen. Und aber es gibt in England kein Gesetz, dass nicht andere Leute die Bürger von England ausspähen dürfen. Und David Blunkett, ein Sicherheitsbeauftragter des Parlaments in dem Großbritannien, hat zugegeben, dass die NSA das umgangen haben, die Beschränkungen, die in England, die es da selber gab. Und die mussten dann gar nicht fragen, die mussten nicht sagen, NSA, können wir die Daten haben, sondern die NSA hat das einfach, die haben die einfach angeboten, ohne dass das UK danach gefragt hat. Und deswegen war das kein Gesetzesbruch. Und wenn Daten einfach unintentional, also nicht direkt oder nicht bewusst gesammelt werden, sondern einfach Daten in großen Mengen gesammelt werden, Metadaten zum Beispiel, wenn einfach Daten gesammelt werden und es gar nicht klar, von wem die Daten gesammelt werden, ob es jetzt ein australischer oder englischer Bürger ist, der hier bespitzelt wird, dann ist es rechtlich auch in Ordnung, diese Daten komplett zu sammeln und auch weiterzugeben, wenn man sich das vorher nicht anguckt. Und das ist eben sehr gefährlich bei dieser Massensammlung von Daten.
Und sobald man diese Daten eben gesammelt hat, ist es eben sehr einfach, die mit anderen zu teilen. FKey kann sowohl auf der einen Seite Daten mit anderen Mitgliedern teilen und eben auch von selber Daten von denen sammeln. Und das war einfach über einen Klick, über eine Checkbox möglich, die Sachen zu sagen, was sie da haben möchten. Und so bei den dritten Parteien, also nicht bei denen, die in den 5 Eis direkt dabei sind, sind sie ein bisschen mehr oder wählen sie besser aus, welche Daten sie an die direkt rausgeben. Jetzt schauen wir uns mal an, ein Beispiel, was denn diese dritten Parteien denn überhaupt sein können und welche Daten die bekommen. Es gibt eben der deutsche BMD hat zum Beispiel auch Daten von dem X-Keyscore bekommen. Und der deutsche Inlandsgeheimdienst hätte gern mehr Daten gehabt und hat nach mehr Datenzugriff gebeten. Und die NSA hat das auch gern gemacht und hat die Daten gern weitergegeben. Das heißt, sie bekommen nicht vielleicht alles, aber sie bekommen viel von den Daten, die da zur Verfügung stehen. Jetzt tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein, was denn überhaupt Verschlüsselung bedeutet. Weil das einfach für die Welt sehr, sehr wichtig ist. Es gibt von Milliarden von Menschen um der Welt und die Privatsphäre dieser Menschen ist schützbar oder muss geschützt werden. Und die Five Eyes möchten eben die Uhr zurückdrehen, wie zu den Tagen, wo es einfach war, die Daten auszuspähen von den einzelnen Bürgern. Edward Snowden hat ja ein PDF-Dokument geleakt oder veröffentlicht, wo ein PDF-Dokument drin war, wo eine Präsentation war drin, wo für das F-Keys geworben wurde. Und dann wurden ein paar Beispiele genannt, wie man eben Verschlüsselung umgehen kann oder welche Daten man genau da ausspähen möchte. Die Daten werden dazwischen gespeichert, solange bis sie entschlüsselt werden können, aber die ganze Verschlüsselung wird auch sehr frustrierend für die 5 Eyes. Das ist der Prozent der Daten in Chrome, die in den letzten Jahren verschlüsselt wurden. Und da sieht man schon, und der Trend geht ganz klar nach oben und hier sieht man ganz klar einen Trend überall, dass einfach Verschlüsselung Standard wird und immer mehr Daten im Internet verschlüsselt werden. Und es wird für die immer, immer schwieriger, die Daten, die sie ausspähen wollen, dann wirklich auch auszuspähen. In 2017 haben die einzelnen Minister der Five Eyes sich getroffen und ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlicht. Früher haben sie da nicht drüber gesprochen, mittlerweile sprechen sie darüber und sind auch offener drüber. Und hier sagen sie, sie machen sich sehr große Sorgen über Verschlüsselung und wir werden weiterhin die Verbindung mit einzelnen Firmen, die Verschlüsselung eben einführen, wir wollen weiter mit ihnen zusammenarbeiten, wir wollen die dazu bringen, dass die Verschlüsselung nicht mehr so durchgeführt wird. Und es gibt den englischen United Kingdoms Investigatory Power Act. Es ist soweit läufig formuliert, dass es gar nicht Backdoors nennen muss. It has ein besonders interessante Eigenschaft, und zwar geht es darum, um die Technical Capability Notice, also die Nachricht über technische Fähigkeiten. Es sagt im Prinzip, wir wollen keine Hintertüren, wir wollen die Verschlüsselung gar nicht knacken, aber wir brauchen von den Firmen die Möglichkeit, dass wir ihnen sagen können, wir wollen von euch die Daten unverschlüsselt einfach von einer Quelle abgreifen. Und das ist dann, damit wird dann halt die Verschlüsselung überflüssig. Die Frage ist jetzt, wie kann man das implementieren? Wie wollen sie das machen? Und wir haben einen Hinweis gekriegt Anfang des Jahres. Und zwar hat Ian Levy, der
technische Direktor des GHCQ vorgeschlagen, dass man einen Ghost-User einrichtet. Das ist jemand, der den Chat, an den Chat auch teilnimmt, den anderen nicht sichtbar ist und dann die Signale im Prinzip abgreift. Also er wäre immer Teil der Kommunikation. Damit das funktioniert und das nicht sichtbar wird, muss man halt die Warnungen an die Clients unterdrücken. Normalerweise sieht man halt, wenn Leute dem Chat zugefügt werden, aber das ist hier natürlich nicht vorgesehen und haben sie halt sich im Prinzip so ein Hintertürchen geschaffen, dadurch, dass sie die Verschlüsselung gar nicht mehr knacken müssen, sondern dass sie sie einfach komplett umgehen. Kurz danach haben die fünf Augen sich in Australien getroffen und dabei haben sie ein gemeinsames Kommuniqué rausgegeben. Eine der Diskussionen in dieser Veröffentlichung ist, dass die Regierungen keine bestimmte Technologie favorisieren dürfen. Das ist eine Lehre, die sie gezogen haben aus den Crypto Wars in den 90ern, dass damals haben sie verschiedene Technologien wie Clipperchips zum Beispiel bevorzugt. Und es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass das einfach keine besonders guten Systeme waren, sodass sie jetzt nicht mehr bestimmte Lösungen vorschlagen wollen, sondern damit sie nicht hinterher darlegen müssen, dass es nicht funktioniert, sondern das ist jetzt das Problem der Hersteller oder der Provider in dem Fall, dass die sich darum kümmern müssen, wie man die Situation herstellen kann, dass die Five Eyes mitlesen können. Wenn ihr das nicht tut, also das ist quasi die Nachricht an die Provider, wenn wir nicht die Möglichkeit bekommen, dann drohen sie ihnen mit anderen technischen, rechtlichen oder sonstigen Maßnahmen, um Zugriff darauf zu halten. Und das ist auch gar keine leere Drohung, weil zur gleichen Zeit haben sie in Australien an einer neuen Richtlinie gearbeitet, beziehungsweise an einem neuen Gesetz. Und Australien ist so ein bisschen speziell. Der Premierminister von Australien hat Folgendes über Verschlüsselung gesagt. Die Gesetze der Mathematik sind zwar toll, aber das einzige Gesetz, das in Australien regiert, ist das Gesetz von Australien. Das heißt, sie wollen im Prinzip die Gesetze aushebeln und die Backdoor kriegen, ohne dass es eine Backdoor ist. Und früher, also Anfang des Monats, haben sie den Assistance and Access Act verabschiedet. Das ist ein relativ kompliziertes Gesetz, das aber ein paar interessante Highlights hat. Und zwar, ein Teil ist, es ist im Prinzip ähnlich gestrickt wie der Investigative Powers Act. Sie erlauben, also sie zwingen die Firmen, Reverse Engineering auf den Protokollen zu betreiben. Und es sind relativ hohe Strafen, sowohl Geld als auch Gefängnis, vorgesehen, um die Firmen dazu zu zwingen, dass sie mitwirken an der Lösung. Das ist relativ drakonische Strafen, die auch nicht wirklich in ähnlicher Größenordnung sind wie in anderen internationalen Gesetzgebungen. Es ist auch in dem Gesetz vorgesehen, dass wenn man jemanden dabei berät, sich dagegen zu widersetzen, dann ist das selbst eine Straftat. Sie können jetzt einzelne Ingenieure bzw. Mitarbeiter von den Technologiefirmen herantreten und die jeweils dazu zwingen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Frage ist, was ist jetzt der Fokus dieser Gesetzgebung und was ist das Ausmaß, das Sie betrachten?
es ist zwar verboten, dass man spezifische intrinsische Schwächen oder Verletzbarkeiten in die Software einbaut, aber sie definieren nicht genau, wie die Begriffe zu verstehen sind. Also sie wollen vermutlich Dinge ausstehen, die nur wenige Leute betreffen, aber es ist vermutlich ein großer Unterschied zwischen der Grundlagenforschung, wo Leute an zugrunde liegenden Protokollen arbeiten, und den eigentlichen Firmen, die dann die Produkte herstellen. Die Diskussion geht im Prinzip darum, was genau ist systemisch, also das heißt, welche sind grundlegend und dem System intrinsisch, und dabei ist der Term nicht klar definiert. Des Weiteren gibt es einen Designated Communications Provider, das bedeutet ein ausgesuchter ISP im Prinzip, der die Kommunikation ermöglicht, und das haben sie so breit definiert, dass es eine Firma ist, die einen Knoten in Australien hat. Das heißt, die brauchen auch gar keine Büros, die brauchen keine Angestellten. Das ist eine ziemlich breite Formulierung, mit der sie möglichst viele Firmen dazu bringen wollen, dass sie mit dem Gesetz d'accord gehen müssen. Jetzt ist es so, dass bei den Open Source Projekten sind jetzt viele dabei, die gesagt haben, sie werden wahrscheinlich Australien vermeiden und sie werden versuchen, durch Wege drum rumzukommen. Aber zum Beispiel Apple kommt dann nicht aus. Jetzt ist die Frage, was für Formen von Hilfestellungen können sie verlangen von den betroffenen Firmen? Da geht es zum Beispiel darum, dass es eine Form von elektronischem Schutz entfernt werden kann. Wofür sie sich jetzt sorgen, ist, dass wenn du die Schlüssel hast, dann muss man die Designvorgaben für die an die Intelligence Agency weitergeben. Genau, also es nimmt diese Kiste, schließt sie in ein Netzwerk an und macht euch keine Gedanken. Da ist ein bisschen Software drauf und die wird was machen, aber was sagen wir euch gar nicht. Und das ist dann, läuft am Netzwerk von der Firma, und das nächste ist, sie müssen auch helfen, Software und Systeme zu erzeugen und zu testen auf dem Netzwerk der Provider und sehen, ob die damit die Sachen knacken können. Die Firmen müssen die Agency informieren, wenn große Änderungen am System durchgeführt werden. Um was geht es denn da? Wenn die was einbauen, was das Ganze sicherer macht, mussten die jetzt zuerst hingehen, vielleicht über einen Durchsuchungsbefehl das Ganze holen. Und jetzt ist es so, dass die Firmen die im Voraus darüber informieren müssen, wenn sie solchen Sicherheitsmechanismen einführen würden. Das heißt, wenn man ein iPhone hat und ein Backup auf die iCloud macht, dann wird eine Kopie der Daten an Apple geschickt, wo Apple den Schlüssel dafür auch hat. Und wenn das Telefon beschlagnahmt wird, dann kommen die nicht an die Daten auf dem Telefon selber dran, aber sie können über das iCloud Backup an die Daten hingehen. Und da ist eben der Unterschied, ob man selber den Schlüssel hat oder Apple den Schlüssel hat, ob man da rankommt oder nicht. Und das sind vielleicht so Änderungen, die sie eben vorher wissen wollen, wo sie benachrichtigt werden wollen, wenn die eingeführt werden. Und der letzte Punkt auf dieser Liste ist, die haben eine verdeckte Operation durchgeführt, um Software und Hardware im Netzwerk auf dem Netzwerk zu installieren, aber sagt es niemand und sie dürfen auch niemand drüber reden. Und viele Leute haben dann zu den Australiern gesagt, das kann man so nicht machen, das ist nicht praktisch, das ist schwer durchführbar.
und ihr könnt einfach nicht die Verschlüsselung entfernen, ohne sie kaputt zu machen. Und der oberste Staatssekretär für Sicherheit in Australien, und der Entscheidungsträger hier ist jetzt das australische Parlament, und die dürfen sagen, dass diese Sachen müssen durchgeführt werden und diese Sachen müssen nicht durchgeführt werden. Und die können dann entscheiden, zum Beispiel, ob die Regeln der Mathematik in Australien gelten oder ob sie nicht gelten. Die dürfen das entscheiden. Und warum ist das überhaupt wichtig? Es gibt viele Gründe, warum das wichtig ist. Auf der einen Seite führen die Five Eyes auf globale Überwachungsmaßnahmen durch. Im großen Stil werden Daten abgegriffen, zum Beispiel das Panoptikum. Auf dem Bild sieht man hier ein Gefängnis, und alle Gefangenen, die in dem Gefängnis sind, alle die Zellen drin, in der Mitte ist jemand, der das überwacht. Und in der Mitte kann jemand gucken, aber niemand weiß, wo denn hier reingeschaut wird. Und weil die einzelnen Insassen, die Gefangenen, nicht wissen, ob sie beobachtet werden oder nicht, würden sie sich dann besser verhalten, weil sie eben wissen, dass sie beobachtet werden, und deswegen würden sie nichts Böses machen, die verschiedenen. Und was die eben durchsetzen wollen, ist eben, dass die Menschen wissen, dass alle Kommunikation, alle Daten überwacht werden können, dass es keine Sicherheit gibt, dass es keine absolute Sicherheit gibt, dass immer jemand von außen durchgehen kann, dass es eben diesen Geist in der Maschine gibt, der vielleicht im Chat mit drin ist und mit zuhört. Und bei dem Panoptikum ist einfach so, da weiß man immer, dass der Big Brother, der große Bruder, immer zuschauen kann. Und das ist eben nicht nur für Leute, die identifiziert sind, die Gefährder sind, wo man weiß, dass sie was Böses tun würden, über Terroristen zum Beispiel, aber die sammeln einfach Daten von allen. Und sie machen auch sowas wie eine Zeitmaschine, das heißt, sie speichern diese Daten auch ab, und sie können dann im Nachhinein, wenn sie rausfinden, oh, da gibt es jemanden, der vermutet mir irgendwas, einfach zeitlich zurücksehen und dann einfach die E-Mails von 5 Jahren angucken. Und was haben die denn vor 5 Jahren im Browser gesucht, bevor sie ins Zielkreuz gerutscht sind? Die NSA hat auch einen riesen Komplex gebaut, wo sie unglaublich viele Daten speichern können. Viele, viele Jahre von Daten können sie da komplett abspeichern und können dann ganz weit in die Vergangenheit zurückgucken und alle Daten nutzen und auch gegen die einzelnen Leute verwenden. Und das verstößt einfach ganz stark gegen die Grundrechte der Menschen, gegen die Privatsphäre ist ein Grundrecht der Menschen. Und alle Ausführungen der verschiedenen Menschenrechte, da gibt es die Privatsphäre als Recht. Und was im Moment passiert ist, dass diese Privatsphäre, das Recht auf Privatsphäre bei Menschen weggenommen wird. Und die Daten werden gespeichert und wir können immer wieder drauf gucken. Und damit wird die auch, und es widerspricht einfach vielen Prinzipien, die da sind, um die Privatsphäre der Menschen zu schützen. Eines dieser Prinzipien ist zum Beispiel, dass Überwachung nur durchgeführt wird, wenn es einen Grund gibt, diese Überwachung durchzuführen. Und wenn der Staat ein Interesse hat, einen zu überwachen, und dieser muss aber proportional sein. Also die Gefahr muss proportional sein mit den Sachen, die durchgeführt werden. Und unter dieser URL Necessary and Proper Organic Principles kann man diese Prinzipien nachlesen. Wir brauchen eine Balance zwischen diesen fundamentalen Rechten, die wir haben, also zwischen den Grundrechten, und den Bedürfnissen, die ein Staat hat an der Stelle. Und es ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass die
dass die individuelle Überwachung damit übereinstimmt, aber diese Massenüberwachung tut es nicht. Und was Sie haben halt daran gearbeitet, dass das zerstört wird, um diese Massenüberwachung zu erlauben. Sie haben eigentlich auch die Hilfsmittel, die Ihnen erlauben, individuelle Personen abzuhören. Aber die Massenüberwachung und diese Datensammelwut und Methoden wie XG-Score, diese unterlaufen und die Prinzipien unserer Gesellschaft und verhindern, dass wir so frei leben können. Das Problem dabei ist auch, dass es diese Massenüberwachung normalisiert. Wir haben im Moment das Problem, dass dadurch, dass die Five Eyes westliche Demokratien sind, ist da so im Prinzip der Nimbus dabei, dass wir uns gar nicht darum kümmern müssen, weil die sind ja die Guten. Aber es macht im Prinzip die Massenüberwachung zum Normalfall, sodass auch weniger hochgeachtete Staaten, die zum Beispiel Diktaturen sind, Autokratien in der dritten Welt, können im Prinzip alle sagen, wir machen einfach nur das, was alle anderen auch machen. Und jede Schwäche, die einbauen lassen, die Technologiefirmen zwingen einzubauen, ist im Prinzip auch für alle anderen dann da. Es ist zwar so, dass jetzt zum Beispiel, wenn Australien da irgendwie Daten abgreift, dann kann die den anderen 5, 9, 14 Staaten zur Verfügung stellen, aber China zum Beispiel wäre vielleicht nicht gut. Aber das macht es alles einfach zu normal. Bei den Beispielen, die wir gesehen haben, die Schwächen, die eingeführt wurden von den Five Eyes, wurden auch alle von anderen Organisationen und Staaten verwendet. Die sind einfach hinterher rausgegangen. Selbst wenn sie das Gefühl hatten, es ist keine intrinsische Schwäche, die sie eingebaut haben, hat sich trotzdem hinterher herausgestellt, dass jemand anders sie ausnutzen könnte. Also zum Beispiel bei Shadow Brokers oder durch Sicherheitsforscher. Wir wissen, dass Schwächen, egal wie sie aussehen, wenn man sie einbaut, sie werden irgendwann von jemand anders missbraucht. Und die Five Eyes bieten einfach keinen echten Schutz für seine Alliierten. Also zum Beispiel die anderen Mitgliedstaaten der NATO, die man üblicherweise als Alliierte betrachten würde. Und es gibt auch keinen Schutz für gewöhnliche Bürger der Five Eyes Staaten. Schon gar nicht für den Rest der Welt. Sie haben einfach keinerlei Maß, was das angeht, keine Regelungen, die dagegen stehen. Und es ist wichtig, dass die Sicherheit der Informationen ein Problem ist. Aber das Problem ist sicher nicht, dass die Sicherheit bisher zu mächtig ist. Und dass man, wenn man die Spione dazu befähigt, dass sie da dran vorbeikommen, dann ist das nicht die Lösung dafür. Was sie jetzt gemacht haben, ist relativ weit verbreitete Unsicherheit einzuführen. Und das Wichtigste, was man daraus mitnehmen kann, ist, Verschlüsselung ist der Schlüssel. Was sie wollen, ist Zugriff nach ihrem Belieben auf Daten. Und die einzig, was sie sagen ist, dass sie wollen, ist verantwortungsvolle Verschlüsselung. Damit meinen sie, dass sie Zugriff kriegen. Aber die einzig verantwortungsvolle Verschlüsselung ist eine sehr starke Verschlüsselung. Und das erlaubt es uns, ein voll vertrauenswürdiges System zu schaffen. Und wenn man das zerstört, dann kann man dem System nicht mehr vertrauen. Was die Sicherheitsforscher jetzt sagen, ist, dass wir Wege finden müssen, wie man weiterhin starke, vertrauenswürdige Verschlüsselung hat, wie man da trotzdem damit umgehen kann. Was sie jetzt machen, ist keine neuen Sachen mehr erforschen, sondern was sie sagen ist,
man muss die Schwächen in den bestehenden Systemen, die sie haben, finden. Wir sollten dafür sorgen, dass wir die stärkstmögliche Verschlüsselung haben, um unsere demokratische Gesellschaft am Schluss zu erhalten. Da ist noch einige Zeit übrig, dann schauen wir doch mal, ob es Fragen gibt. Stellt euch am besten an die Mikrofone und dann können die Fragen gestellt werden. Eine Frage aus dem Internet. Können Sie einen Kommentar abgeben, wenn es um Waffenexporte gibt? Dass eben Verschlüsselung eben durch Waffen unter Waffenexporte fällt. Also das ist ein Arrangement, bei dem sie dass verschiedene Dinge, Munition nicht exportiert werden darf. Für viele Leute sind solche Waffen, die sie im Kopf haben, sowas wie Panzer oder Schusswaffen. Aber was sie auch darunter verstehen, sind Pentest-Tools. Und dass die auch beschränkt werden sollen in ihren Export. Auch starke Verschlüsselung. Und ich halte das für einen Fehler. Was sie nicht verstehen, ist, dass um Sicherheit zu testen, muss man die verwenden, muss man solche Tools wie Pentest verwenden, auch wenn sie erstmal als böse erscheinen. Und da ist auch eine längere Diskurs drüber, wo Leute sich lange drüber streiten. Und sie wollen es schwieriger machen, dass man solche Angriffswerkzeuge an verschiedene autokratische Regime verkauft. Aber das macht es natürlich auch schwieriger für die Sicherheitsforscher. Vielen Dank für deine Präsentation. War super interessant. Meine Frage ist, Sie haben die Technologie, um die Überwachung zu machen. Haben Sie auch die Möglichkeit, die Daten zu manipulieren? Oder führen Sie so Manipulationen vielleicht sogar durch? Das ist eine interessante Frage. Ich habe keinerlei Beweise bisher, dass es bisher zumindest en masse getan wurde, aber die Fähigkeit, also zum Beispiel, wenn man ein Glasfaserkabel hat, so wie wir es verstehen, benutzen sie einen optischen Splitter und ziehen die Daten ab. Und es ist natürlich möglich, dass man ein etwas komplizierteres System dahinstellt statt dem Splitter und mit dem man sich Teile der Daten anschaut und dann zu überlegen, was man ändern sollte und müsste. Und das Problem dabei ist, dass man halt deutlich eher erwischt wird, sodass hier die Frage ist, wie man das auf einer größeren Skala machen könnte. Also zum Beispiel, dass der Lag, der dabei entsteht, kann man natürlich messen. So, wir haben keine Hinweise, dass es auf einer großen Skala passiert, aber das über die letzte Zeit, wo die Fallwise zusammenarbeiten, die letzten 80 oder 100 Jahre. Also zum Beispiel während Zeiten von Konflikten, also was wie Vietnam. Auf einer kleinen Skala in dieser Vergangenheit hat es durchaus stattgefunden, dass sie Missinformationen gestreut haben, aber auf einer großen Skala kann ich mir das nicht vorstellen. Vielen Dank für die deprimierenden Vortrag. Alles, was Sie im Moment vorgestellt haben, sind ja gesetzlich erlaubte Attacken.
alles, was Sie vorgestellt haben, sind ja gesetzliche Angriffe und keine technologischen Angriffe. Gibt es vielleicht noch einen Platz auf der Welt, wo man zumindest rechtlich nicht bespitzelt werden darf? Oder haben wir diesen Krieg komplett verloren? Das ist auch eine sehr gute Frage. Also es gibt immer noch einen Rest von Möglichkeit, je nachdem, in welchem Land man ist und je nachdem, wie deine Kenntnisse von den Gesetzen in dem Land sind, so dass man immer noch die Bürger bespioniert, als zum Beispiel, wenn man was man nicht feststellen kann, ist, ob die Bürger von den von dritten Akteuren, also zum Beispiel den Five Eyes, spioniert wurden. Also zum Beispiel in der Schweiz ist es möglich, dass externe, also zum Beispiel die Five Eyes jetzt zum Beispiel die Schweizer bespitzeln. Da gibt es keine Beweise dafür oder keine Hinweise. Aber natürlich passieren sehr, sehr viele interessante Dinge in der Schweiz. Also zum Beispiel die ganzen Geldflüsse, die da durchlaufen. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz so sicher, wie es früher war, oder zumindest nicht mehr so geheim. Das ist so ein bisschen das Risiko dabei. Aber denkt ihr das als ein Ansatz mit mehreren, oder mehrere Ansätze, die gleichzeitig laufen? Also zum Beispiel, man braucht eine Regelung, mit der man die gesetzlichen Regelungen anwendet. Dann gibt es aber auch noch eine technische Lösung, mit der man festlegen kann, ob man der Kommunikation vertrauen kann und mit der das weniger anfällig wird. Es geht darum, dass man immer noch Vertrauen in das System haben kann. Und diese Systeme existieren und sie werden auch weiterhin existieren. Also zum Beispiel haben wir ein Open Source Produkt, das könnte man entwickeln. Und dann könnte man immer noch durch den Code gucken und dann kann man zumindest versuchen herauszufinden, ob da eine absichtliche Backdoor drin ist. Da muss man halt auch wieder zum Beispiel die Zertifikate und Schlüssel prüfen. So, das heißt, man hat nochmal einen extra Schritt darüber hinaus, dass man die Software prüft. Das ist vielleicht mehr ein Kommentar als eine Frage. Es gibt sowas in den aktuellen Messaging-Programmen wie Signal zum Beispiel. Ich glaube, wenn eins der Geräte komprimiert wird, dass man die Authentifizierung zwischen den einzelnen Geräten vereinfacht und erlaubt. Und das ist dieser Geist, der dazwischen sitzt, der mitlesen kann. Und wie würden Sie das einschätzen, das Geist-User-Problem ist vielleicht der richtige Weg, darüber nachzudenken. Wie kann man denn das Weiterleiten der Kommunikation so sicher machen, dass es mathematisch unmöglich ist, zu verstecken, wer denn eine Konversation mitlesen kann und wer nicht? Das ist nur eine interessante Anmerkung. Danke für den Kommentar. Also eine der ersten Reaktionen, die ich darauf bekommen habe: Ich bin ein Notar und kein Techniker, aber in meiner Erfahrung ist es so, dass die Signale an dem Problem arbeiten, dass es möglich ist, dass sie es gelöst haben. Aber jetzt als etwas übergeordneter Gedanke, was ich Ihnen mitgeben muss als Technikern: Was wir brauchen, ist ein gutes User-Interface, das
diesen ganzen Schlüssel, Nutzerverwaltung und ähnliche Dinge einfach macht, sodass die Benutzer die Keys der anderen Benutzer einfach verifizieren können, sodass es sehr schwer ist, einen unverifizierten Schlüssel hinzuzufügen. Jetzt kommt eine Frage aus dem Internet. Es gibt noch ein paar Fragen aus dem Chat. Wie weit denken Sie, haben sich denn SIGINT jetzt weiterentwickelt seit den Snowden-Veröffentlichungen? Ist es sehr viel schlimmer geworden? Wieder eine gute Frage. Also wir haben eine große Vielfalt an Informationen bekommen bei WikiLeaks. Manche, die wir in 2013 bekommen haben, sind einfach schon viel früher davor passiert. Dann sind da ein paar Sachen dabei, die seitdem auch noch passiert sind. Und dann kamen noch so ein paar Reaktionen. Zum Beispiel war es so, dass es mehr Gesetzgebung gab, die danach verabschiedet wurde, die Teile davon autorisiert hat, die passiert sind und die eigentlich illegal waren. Also zum Beispiel der Surveillance Act in den USA. Das gibt mir jetzt nicht gerade viel Vertrauen oder Hoffnung. Es ist einfach jetzt noch mehr Rückendeckung legaler Natur für die Dinge, die sie eh machen. Und die nehmen halt nicht besonders viel Rücksicht auf die Grundrechte. In manchen der Gesetze stehen drin, dass man jetzt Schwächen einbauen muss oder dass, wenn man es dem Gericht vorlegt, dann muss das Gericht Experten bestimmen. Das heißt, die Agencies haben es jetzt schwieriger, dass sie die Richter mit Techno-Geschwätz beeinflussen. Aber wir haben jetzt nicht wirklich das Vertrauen, dass ernsthafte Reformen durchgeführt wurden und dass die Grundrechte besser geschützt werden, während gleichzeitig ihre Fähigkeiten, Daten abzugreifen und zu sichern, weiter wachsen. Also ihr müsst euch mal überlegen, was die Kosten eines Petabytes in 2015 waren und was es jetzt kostet. Und müsst euch mal überlegen, wie viel Verkehr, Datenverkehr, die wirklich dadurch abgegriffen werden kann, wie viele Jahre an im Prinzip Komplettsicherung von allen Daten sie dadurch erreichen können. Und es wird immer, immer billiger, noch mehr Daten zu speichern, sodass sie im Prinzip eine Zeitmaschine bauen können, mit der sie den gesamten Traffic zurückverfolgen können in der Vergangenheit. Also das heißt, die Kostensenkung, die sie erleben. Die Kosten waren früher tatsächlich die besten Schutz, den wir hatten, dass es einfach zu teuer war, alles zu speichern, was wir produziert haben. Nun war es so, dass sie halt individuelle Maßnahmen ergreifen mussten, wie dir folgen oder dein Auto abhören. Oder jetzt haben wir im Prinzip ein Telefon in der Tasche, das nonstop Informationen über unseren Ort an die Agencies zurücksendet. Das sind alles Dinge, die geben ihnen so viel mehr Möglichkeiten, als wir sie früher hatten. Wir sind im Prinzip in der goldenen Zeit der Überwachung. Hallo. Was können Sie uns über die Rolle der Europäischen Kommission in dem Ganzen sagen? Der Europäischen Kommission. Die EU, okay. Also als einige der Dinge herauskamen, haben die EU auch einige Nachforschungen angestellt. Und also im Allgemeinen haben sie gesagt, das ist ein Problem. Es war im Prinzip eine Reaktion auf die Snowden-Leaks. Aber der Datenschutz, der jetzt eingeführt wurde, richtet sich im Prinzip an die Datenvielfalt, die der Wirtschaft zur Verfügung steht. Aber im Prinzip keine gute Waffe gegen staatliche Akteure an der Stelle.
Und sie könnten es bedeutend besser klarstellen, dass das auch nicht akzeptabel ist für uns. Ich frage mich nach dem Zugang, die australische Regierung hat, wie das Ganze rechtlich aussieht, wie das geschäftlich aussieht, wie die verschiedenen Firmen damit umgehen und wie sie vielleicht auch das Ganze vermeiden können, indem sie vielleicht gar kein Geschäft in Australien machen. Und ob es Firmen gibt, die angekündigt haben, kein Geschäft in Australien zu machen? Also ich denke, manche der Firmen haben sich relativ deutlich gegen dieses Gesetz ausgesprochen. Also zum Beispiel Apple hat relativ deutliche Kommentare über die Fehler in der Gesetzesvorlage veröffentlicht. Aber es ist eine Sache zu sagen, dass das ein fehlerhafter Entwurf ist. Aber es ist natürlich deutlich komplizierter zu sagen, hey, wir machen jetzt einfach keinen, also wir gehen einfach nicht in das Land rein und verzichten auf die Umsätze da. Aber für so globale, multinationale Firmen ist es echt schwierig und die müssen ein paar Entscheidungen treffen, bei denen sie sich überlegen müssen, ob sie mit verschiedenen Staaten ins Geschäft kommen wollen, die vielleicht etwas zwielichtiger unterwegs sind. Und wir haben ja auch gelegentlich Beispiele dafür. Also zum Beispiel, dass als Google herausgefunden hat, dass China seine Systeme geknackt hat und Informationen über Dissidenten abgezogen hat, haben sie eine Weile lang einfach keinen Service mehr angeboten in China. Und das haben sie sich auch gut überlegt. Aber jetzt sind sie auch wieder dran und haben überlegt, eine Suchmaschine, die für die Chinesen akzeptabel wäre, bereitzustellen. Und Australien ist jetzt zum Beispiel nicht der größte aller Märkte, aber manche der Firmen könnten sich tatsächlich überlegen zu sagen, okay, wir geben das jetzt auf. Aber ob sie das tun, hängt von vielen Faktoren ab. Die Frage ist, wie viel Umsatz würden wir verlieren, wenn wir hier nicht mehr herkommen? Und wenn wir weiter hier arbeiten, wie viel würden wir dadurch verlieren, dass wir weltweit unsere Produkte kompromittieren würden? Und die andere Möglichkeit ist, wir machen eine Extra-Version nur für Australien. Da gab es auch schon Vorfälle in der Vergangenheit, die alle nicht so glorreich liefen. Gab es zum Beispiel in den 90ern zwei verschiedene Versionen des relativ populären Browsers Netscape. Eine für den nationalen Markt in den USA und eine internationale Version, die deutlich schwächere Verschlüsselung hatte, so dass es einfacher war für die NSA, die Verschlüsselung zu knacken und abzuhören. Aber das ist natürlich total dämlich, weil es total simpel war für jemanden außerhalb der USA so eine Version zu kriegen, die die höhere Verschlüsselung unterstützt, und dadurch ist die Exportkontrolle war dann auch ein im Prinzip ständig eine Gesetzesverletzung, sodass wir jetzt im Prinzip alle die stärkste Version haben. Aber da wäre dasselbe. Wenn es jetzt so ist, dass wir zwei verschiedene Versionen hätten, zum Beispiel eine für Australien, dann würden die Leute natürlich auch alle sagen, ja, warum würde ich die denn verwenden? Das ist das Ende des Talks. Wenn jemand noch Fragen hat, können Sie dich natürlich hinterher finden. Deswegen jetzt nochmal eine Runde Applaus. Das ist das Ende des Talks. Wir verabschieden uns, Kaste und King Barbecue. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.